Hallöchen und weiter geht's mit Jurassic World. So, wir legen los und machen auch gleich mal Bambule, würde ich sagen. Fangen hier an in Monster der Untiefen und checken hier Kampf Nummer 3. Gucken, ob wir hier was reißen können. Ihr seht schon, drei gut derbe Gegner. Von daher müssen wir uns da was einfallen lassen. So, wen nehmen wir mit? Als erstes nehmen wir den Höhlen-Dino mit. Dann nehmen wir auf jeden Fall unseren Riff-Dino, den Chronosaurus mit. Und als drittes den Styxosaurus. Und probieren das einfach aus. Ich bin gespannt. Gucken, ob wir was packen oder ob wir hier auf den Sack kriegen. Das werden wir natürlich erst nach dem Kampf sehen. Von daher würde ich sagen, legen wir jetzt erstmal los. Drückt mir die Daumen, dass hier was geht. Ich bin gespannt. So, wie beginnen wir? Den ersten Schlag nehme ich mit in die nächste Runde. Der Gegner wird mit Sicherheit sein Dino wechseln. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das macht er auch. So. Ich nehme erstmal nochmal alle drei mit in die nächste Runde. So, das war erstmal gut. Der Gegner hat nichts gemacht. Von daher würde ich sagen, werden wir erstmal unseren wechseln. Blocken ihn und nehmen Viere mit in die nächste Runde. Der Gegner blockt auch ihn. Von daher müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. Gucken, was der jetzt macht mit seinen 5 Schlägen. Der wechselt erstmal seinen Dino. Gut, okay. Hat jetzt noch 4 Schläge am Start, aber macht doch erstmal nichts. Von daher könnten wir auf jeden Fall unseren Dino einfach mal wechseln. Dann würde ich sagen, wären wir 1, 2, 3, 4, 5 Schläge investieren, nehmen 2 mit in die nächste Runde. Der blockt nicht einen Schlag, das heißt für uns natürlich, dass wir jetzt auch gleich mal richtig auf die Mütze kriegen, weil die Wahl, der hat gut seine Schläge gesammelt. Besser hätte es nicht laufen können für ihn vielleicht, weiß ich nicht, aber ich denke mal ja davon aus, dass ich auf jeden Fall 2 blocke. Von daher greift er mit 6 Schläge an, hat jetzt praktisch noch 2 Schläge zum Blocken. Von daher sieht es eigentlich relativ gut aus. 1, 2, 3, 4 Schläge hauen wir ruf. Eventuell blockt er 2, denke ich jedenfalls. Jo, macht er auch, aber das reicht ja wohl nicht. Von daher hauen wir den auf jeden Fall auch weg und haben jetzt nur noch einen Gegner vor der Brust. Ich denke mal, den Mosasaurus können wir auch irgendwie bezwingen. Gucken, was er macht. So, das war natürlich absolut genial für uns, weil wir können 2 blocken, nehmen 4 mit in die nächste Runde und warten ab, was der Gegner macht. Mit 7 greift er an, das heißt, ihn kann er noch blocken. Macht uns jetzt natürlich erstmal platt, aber das ist mir eigentlich völlig Rille, muss ich sagen. Weil der Sieg am Ende ist wichtig. Von daher denke ich einfach mal, gehen wir jetzt auch gleich mal in den Kampf und machen den auch gleich mal platt. Wie gesagt, 8 Schläge haben wir und ihn kann er blocken. Von daher kommen 7 durch, 321 Punkte. Von daher machen wir gut Bambule, 4.943 Punkte schlagen ein. Den 8. werden wir ohne investieren. Und dann haben wir auf jeden Fall den Sieg am Start. Ich bin gespannt, was das für ein Paket ist, beziehungsweise das wissen wir ja, aber was sich in dem Paket befindet, werden wir uns auf jeden Fall auch gleich mal angucken. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr überrascht oder freue mich auf jeden Fall, das Paket zu öffnen. Sagen wir auf jeden Fall so, wie es ist. So, was gibt es? Erstmal das extrem seltene Paket, das werden wir jetzt auch erstmal öffnen. Da seht ihr natürlich erstmal die DNS und den Caprosuchus. Das ist natürlich absolut genial, weil den können wir absolut sehr gut gebrauchen. Kann ich euch gleich mal zeigen, aber ich würde sagen, wir können erstmal gucken, ob wir hier auf jeden Fall eine Chance hätten. Den könnten wir mitnehmen, dann könnten wir auf jeden Fall einen Fleischfresser mitnehmen. Und dann wäre noch ein Amphibien eigentlich relativ von Vorteil. Von daher würde ich fast sagen, mit den dreien müssten wir agieren. Aber da werden wir gleich zukommen. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen was anderes und gucken erstmal nach, was so geht. Hier haben wir natürlich unsere gratis Wundertüte, die öffnen wir. Sammeln hier erstmal halt ein, was wir einsammeln können. Von daher ist alles paletti, alles schick, alles super. So, was machen wir dann? Wir haben natürlich noch ein paar andere Sachen, die wir hier erledigen können. Und zwar habe ich hier meinen Park ein bisschen erweitert. Den werden wir jetzt auch erstmal ausbauen.
Zack, dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz, sind jetzt auf Stufe Nummer 41 und können natürlich die Kampfstufe Nummer 41 jetzt auch absolvieren. Da kriegen wir natürlich den nächsten legendären Dino hier mit. Von daher passt es. Werden jetzt hier erstmal nochmal alles einsammeln und gucken, wie es weitergeht. Nein, wie willst du ein Angebot? Ja, wollen wir. Scheiß auf das Angebot. Nein, danke. So, dann haben wir hier unseren Park auf jeden Fall erweitert. Seht ihr selbst. Von daher haben wir hier wieder extrem viel Platz, um uns weiter auszubreiten. Das ist natürlich absolut genial. So, was machen wir dann? Habe ich euch versprochen. Wir checken jetzt erstmal unsere Brutkammer. Da haben wir natürlich 3, 4. Seht ihr selbst. 4 extrem seltene Dinos am Start. Wir fangen einfach mal mit dem ersten an. Hier haben wir den Caprosuchus auf Platz, auf Stufe Nummer 1. Den platzieren wir jetzt natürlich erstmal. Hier seht ihr, hier haben wir ihn auf 21, ihn auf 1. Von daher absolut genial, absolut Bombe für uns. Klar, ihr könnt ihn weiter füttern, will ich jetzt aber erstmal nicht machen. Ich will sie erstmal ausbrüten und gucken, was wir da so haben. Dann haben wir hier den Quetzalcoatlus. Okay, okay, okay. Den platzieren wir natürlich hoch. Den haben wir auch ein paar Mal eben auf 30. Jetzt nochmal auf Level Nummer 1. Weiter geht's mit dem nächsten. Hier haben wir, glaube ich, den Zyangopterus, wenn mich nicht alle täuscht. Jo, das ist er. So, dann platzieren wir den natürlich hoch. Gucken da auch gleich nochmal rein. Da haben wir jetzt ihn auf 30, ihn auf 20, ihn auf 10 und 2 auf Level Nummer 1. Von daher bombastische Sache. Den kriegen wir auf jeden Fall bis auf Level Nummer 40 gepimpt. Da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier weiter, brüten hier den nächsten aus. Wen haben wir da, wen haben wir da, wen haben wir da? Den Rajasaurus. Das passt auf jeden Fall hoch. Da haben wir nämlich jetzt 2 auf Level Nummer 1, von daher kommen wir da auch voran. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal wieder ein paar ausbrüten, weil wir haben ja doch ein paar am Start. Hier seht ihr natürlich ein paar gewöhnliche, ein paar sehr seltene und haben wir noch ein paar extrem seltene. Und einen legendären haben wir auch noch, den haben wir gerade bekommen, habe ich euch ja erzählt, hier in dieser Saurier-Konservierung. Von daher würde ich sagen, brüten wir den auf jeden Fall auch aus. Das ist, glaube ich, neuer, also ich habe den vorher noch nie gesehen, den Scaphognatus, okay. Scaphognatus, alles klar. Auf jeden Fall der Jut Power auf Level 40. Also können wir auf jeden Fall. Jut, wir brauchen den Typen, von daher passt es. So, legen wir los. Wir werden jetzt erstmal welche ausbrüten. Dann nehmen wir auf alle Fälle als allererstes hier den Tapejara. Dann als zweites würde ich sagen, nehmen wir auf alle Fälle. Wen nehmen wir da? Wen nehmen wir da? Dann nehmen wir den Nasutoceratops. Brüten den erstmal aus. Der dritte im Bunde wird dann auf jeden Fall unser Caprosuchus. Und der vierte im Bunde wird natürlich unser legendärer Dino, der Scaphognatus. So, dann haben wir 4 hier drin. Klar, wir haben hier natürlich noch 2 andere. Und zwar sind die hier. Und zwar der Psephoderma. Und der Ammonit, also die Beeren Meeressaurier, könnte man natürlich ohne ausbrüten. Das wäre eh mal ein extrem seltener und ein legendärer. Von daher wäre das auf jeden Fall ohne feine Sache. Da werden wir aber als nächstes zukommen, würde ich sagen. So, was machen wir dann? Dann checken wir hier natürlich nochmal. Ne, das machen wir nach dem Kampf. Ich würde sagen, wir gambeln erstmal eine Runde und gucken hier in unter der Oberfläche, was wir hier noch so reißen können. Wie gesagt, wir haben uns schon geeinigt, welche Dinos wir mitnehmen. Von daher würde ich sagen, legen wir auch erstmal los. Ich würde sagen, als erstes nehmen wir den mit, dann nehmen wir den, dann nehmen wir den mit und dann nehmen wir den mit. Probieren wir mit den dreien erstmal aus. Klar, das wird ein harter Brocken, aber wir müssen jetzt einfach mal unser Bestes geben und sehen dann auf jeden Fall, was wir hier im Laufe der Zeit nur so reißen können. So, den ersten Schlag nehme ich mit in die nächste Runde. Warte ab, was der Gegner macht. Greift der gleich mit 2 an, sind wir natürlich am Arsch. Das macht er aber zum Glück nicht. Von daher würde ich sagen, nehmen wir nochmal alle drei mit. Ja, 3 Schläge, gut, okay. Würde ich sagen, nehmen wir 2, hauen wir ruf und 4 nehmen wir mit in die nächste Runde. Ein Block da. So, dann hat er 5 Schläge. Gucken, was er macht. Er greift nicht an. Von daher würde ich sagen, greifen wir einfach mal an. 1, 2, 3, 4, 5 hauen wir ruf. 3 nehmen wir mit in die nächste Runde. Ein Block da. Von daher knüppeln wir den auch gleich mal weg. Hätte ich nicht gedacht. Der härteste Gegner ist auf jeden Fall schon mal voller Marsch. Von daher hat er nur noch 2 Dinos, die wir irgendwie bezwingen müssen. Aber ich denke schon, dass wir da gute Karten haben. Mit 5 Schlägen geht er ruf. Das heißt für uns natürlich, 3 kann er maximal noch blocken. Von daher würde ich einfach mal vorschlagen. Das wird er auch tun, oder denke ich jedenfalls. Deshalb block ich auch einfach mal 3 Schläge.
Schläge und nehmen 4 mit in die nächste Runde. Er blockt 3, von daher haben wir gute Karten. Der Gegner hat jetzt 4 Schläge, wir haben in der nächsten Runde auf jeden Fall 8. Von daher holen wir uns da, denke ich mal, doch den Sieg. So, dann wechseln wir unseren Dino. 1, 2, 3, 4, 5 hauen wir ruf, 2 nehmen wir mit in die nächste Runde. Der Gegner blockt nicht einen Schlag, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich natürlich anders agiert. Aber gut, okay, jetzt ist es so wie es ist, trotzdem alles super, alles schick. Der Gegner hat 7 Schläge, wir haben 2 am Start. Das heißt natürlich, dass wir jetzt gleich 6 Schläge haben und unser Gegner hat 2 Schläge zum Blocken. Von daher kommen wir auf alle Fälle mit unseren 4 Schlägen durch, also mit denen wir durchkommen, das reicht auf alle Fälle aus. Von daher haben wir den Sieg in der Tasche und können natürlich das neue Paket gleich in Empfang nehmen. Da bin ich natürlich gespannt, freue mich auf jeden Fall riesig, dass wir das jetzt am Start haben und gucken uns gleich mal an, was da so geht, was wir da so bekommen. So, den Zipfack. Tinus-Paket. Okay, okay, okay. Gehen wir auf Fortfahren. Machen hier nochmal kurz einen Screenshot. Also macht mal kurz die Augen zu. So, und dann würde ich sagen, legen wir los. Hier erstmal DNS, DNS, DNS. Und dann haben wir hier den nächsten extrem seltenen Dino am Start. Von daher alles super, alles Bombe. So, den nehmen wir mit. Das ist jetzt im Dino-Markt erhältlich. Geil, geil, geil. Gehen wir erstmal auf fertig. Könnten jetzt hier am Turnier natürlich auch noch teilnehmen. Gucken, wie viele Dinos wir hier noch haben, mit wem wir hier angreifen könnten, wenn wir wollten. So, die 3 hätten wir auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall auch noch eine optimale Sache, wenn wir da nochmal in den Kampf gehen. So, aber ich würde sagen, wir checken jetzt hier erstmal die Evolution und wird es was oder wird es nicht? Doch, das wird was. Richtig geile Sache. Wir haben den nächsten Dino auf Level Nummer 11 und zwar den Ichihystega. Den nächsten legendären haben wir hier auf 11, können den weiter pimpen bis auf Stufe Nummer 20 und können auf jeden Fall auf den bauen. Also ist auf jeden Fall ein extrem geiler Dino, den man auf jeden Fall gut im Kampf nutzen kann. Von daher haben wir alles richtig gemacht. Gehen erstmal wieder zurück und dann würde ich sagen, wollen wir hier das Turnier nochmal checken oder wollen wir sagen, nö, das lassen wir. Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus mit den 3. Ich bin gespannt, ob wir packen oder ob wir da dann doch auf die Mütze kriegen. Manchmal kommt es komisch, aber wir probieren es einfach aus. Ich lasse mich überraschen und bin auf alle Fälle gespannt, was hier so geht. So, Fleisch, Pflanzen, Amphibien, das ist natürlich schon mal mega kacke, der Anfang. So, wir haben auch noch den ersten Schlag, das ist natürlich absolut beschissen. So, dann wechseln wir erstmal in Dino, was bleibt uns anderes übrig? Einen Schlag hat er. Haut er ruf oder haut er nicht ruf? Der haut gleich mal ruf. Gut, okay. So, dann block ich einen Schlag und nehme ihn mit in die nächste Runde. So, das habe ich mir gedacht, dass er gleich mit Bede rufiert. Das ist natürlich gut für uns. Jetzt würde ich sagen, werden wir erstmal unseren Dino wechseln. Und hauen hier 1, 2, 3 Schläge ruf, hauen den natürlich auch erstmal weg. Aber gucken, was er jetzt macht. Er weiß jetzt natürlich ganz genau, dass ich nicht einen Schlag blocken kann. Das ist natürlich blöd für uns. Von daher muss er aber trotzdem, ich glaube, alle 3 Schläge investieren. Von daher wäre es eigentlich okay. So, hauen wir 2 ruf und nehmen ihn mit in die nächste Runde. Und jetzt lassen wir uns natürlich überraschen. Gucken, was der Gegner macht, ob er angreift oder ob er lässt. 4 Schläge hat er. 1, 2, ich glaube 3 müsste er investieren. Gut, das macht er nicht. Das war natürlich für uns das Optimale, weil wir können ihn blocken, nehmen 4 mit in die nächste Runde und warten jetzt ab, was der Gegner macht. 5 Schläge hat er. Okay, okay, okay.
würde ich nochmal sagen, dass wir 1, 2, 3, 4 Schläge blocken und 4 nehmen wir mit in die nächste Runde. Er blockt 3, hat jetzt natürlich 6 Schläge am Start. Mit 5 greift er an, das ist natürlich absolut genial für uns, weil die Wall-Ehen kann er maximal noch blocken. Von daher würde ich sagen, wir wechseln erstmal unseren Dino. Und dann nehmen wir mit alle drauf, was wir haben und holen uns damit auf jeden Fall den nächsten Sieg. Besser hätte es nicht laufen können, also stumpfer Typ auf jeden Fall. Hätte ich an seiner Stelle nicht so gemacht, wie er es gemacht hat, aber gut, okay. Im Endeffekt hat er wirklich extrem schwere Karten gehabt zum Schluss, von daher. Na gut, okay, der Sieg ist unser, manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. So, wie gesagt, das haben wir erledigt, da würde ich sagen, checken wir jetzt natürlich erstmal ab, wie weit wir hier nach oben klettern in unserer Räuberliga. Auf 73 sind wir, jetzt sind wir auf Platz Nummer 65 und können hier gleich nochmal am Räuberglücksrad drehen, von daher machen wir das auch gleich mal. So, klickern wir erstmal und lassen uns überraschen. Ja. Ah, bittere Aktion. Sehr seltenes Paket hätte ich natürlich auch, ja, nee, habt. Ich weiß ja nee, was ist denn das Geilste, was ihr hier bekommen habt? Habt also ja eventuell schon mal diese Liga-Paket bzw. Event-Paket bekommen. Würde mich mal interessieren. Also wie gesagt, mein Bestes, was ich bekommen habe, war ein extrem seltenes Paket. Aber das glaube ich erst einmal. Ein paar sehr seltene habe ich, aber meistens kriege ich eigentlich die normalen Wundertüten. Von daher ist es extrem bitter. DNS sammle ich hier natürlich immer am meisten. Das ist immer relativ nice, relativ cool. So, wie gesagt, das haben wir alle erledigt. Dann könnten wir hier auf jeden Fall erstmal nochmal ihn evolutionieren. Da würde ich sagen, nehmen wir auch gleich mal hier unseren Cyangopterus, füttern den bis auf Stufe Nummer 10 und werden den dann auch erstmal evolutionieren und gucken, was so geht. Eine Stunde dauert, werden wir erstmal investieren und dann lassen wir uns einfach überraschen, ob es funzt oder nicht. Gut, wie gesagt, für heute sind wir erstmal wieder durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.